the sun kiss your face. May there always be a miracle waiting just to bless your day. Life won't always know. Ja, hallo. Ich grüße euch recht herzlich zu meinem 294. Lauf in Folge. Ja, ich bin jetzt unterwegs und habe 4 Kilometer habe ich jetzt hinter mir. Und ich muss sagen, heute ist mir wieder richtig schwer gefallen, raus zum Gehen. Nicht wegen den Wolken, was so ein bisschen nach Regen aussieht, aber ich glaube nicht, dass es regnet heute. Ja, aber deswegen eigentlich nicht, sondern ja, ich hatte irgendwie halt, ja, eigentlich irgendwie einfach keine Lust. Habe ich hin und wieder mal, ich meine, bei 294 Mal in Folge raus und laufe, da kommt es halt vor, dass man mal so Tage hat, wo es halt einem schwerfällt, raus zum Gehen. Aber ich weiß, ja, wenn ich dann mal draußen bin und laufe, dann macht es mir auch Spaß. Und es ist dann nicht so, dass ich rausgehe, meine 2 Kilometer da runterreiße und dann sofort wieder heimgehe. Wenn ich mal draußen bin, dann wird es meistens auch länger. Naja, so war es heute eigentlich auch. Jetzt, wir haben es ja, kurz nach 17 Uhr und jetzt macht es schon wieder Spaß. Bis auf die Mücke, die Stechmücke. Ja, ich habe mich heute mal nicht eingesprüht und eingerieben und ich merke da eigentlich keinen argen Unterschied. Die Mücke stechet und plaget einen genauso, wie wenn ich eingeschmiert bin und eingesprüht bin. Also von daher kein Unterschied. Ja, das gefällt mir eigentlich schon. Wenn man mal guckt da, diese Wolke, Wolkeformationen. Ist doch irgendwie ganz schön. Ja, ich muss sagen, ich hatte ja eigentlich vor, dass ich heute in Schwarzwald rausgehe und im Schwarzwald so meine 10, vielleicht 15 Kilometer laufe und da meine 5 Fingers von Fibram mitnehme und mit denen mal wieder laufe, weil das lohnt sich nur auf lange Strecke. So kurze Strecke jetzt wie hier. Also momentan bin ich barfuß unterwegs. Ich habe zwar meine Schama-Laufsandalen dabei. Und wenn ich daheim laufe, ja, dann laufe ich meistens mit den Sandalen. Weil es gibt hier so ja, 2, 3 Bereiche, so kurze Stückle. Da ist so ein Schotter drauf. Da, ja, das macht keinen Spaß, barfuß da drüber zu laufen. Dann schlupfe ich kurz in die Sandale rein. Das geht so schnell wie Flipflops. Rein, raus, raus, rein, zack, zack, fertig. Also da läuft man, hält kurz an, zieht die vom Fuß, läuft weiter. Wenn man sie wieder anziehen will, hält man kurz, steht nein, tut hinten den Riemen an der Ferse hochziehen, fertig, läuft weiter. Überhaupt kein Thema. Und das funktioniert halt mit den 5 Fingers nicht. Also wenn ich die mal anziehe, dann lasse ich die auch an, so lange wie ich laufe. Außer ich bin irgendwo, mache echt so ja, eine lange Tour, eine Tagestour. Und ich bin dann irgendwo, wo ich dann den Kaffee mal trinke oder was zu mir nehme und weiß, ich bin da jetzt 20, 30 Minuten, dann ziehe ich sie mal aus, dann rentiert es sich. Aber ansonsten mit einer Zehboxe da immer rein zum Schlupfen, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ja, und jetzt noch kurz zu dieser Laufwoche 25. Wir sind ja heute Sonntag, letzter Tag. Also ich habe jetzt, wenn ich den Lauf abgeschlossen habe, ich denke mal, es gibt so 6, 7 Kilometer, dann bin ich in der Laufwoche 25 bei 42 Kilometer. Und das ist okay, das passt. So habe ich es ja eigentlich geplant. Täglich so um die 5 Kilometer, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Die Woche habe ich jetzt einen Tag gehabt, da waren es 3,5, glaube ich, und der Rest waren es alles etwas mehr wie 5 Kilometer. Ja, so knappe 6 Kilometer, einmal, glaube ich, 8 Kilometer. Und das passt dann. Ansonsten war es eigentlich auch nichts Besonderes die Woche. Ja. Von daher würde ich sagen,
ich laufe jetzt weiter, dann können wir die Laufwoche 25 abschließen. Und ja, dann mal gucken nächste Woche, wo mich so der Weg hinführt. Und wie gesagt, vom letzten Video, ich weiß ja nicht, der eine oder andere, wo es gesehen hat, ich möchte jetzt so, wenn ich mal irgendwo in der Stadt bin und da laufe, möchte ich ja das mal aufnehmen. Ich war jetzt diese Woche auch zweimal in der Schweiz und da gibt es ja auch so kleinere Ortschaften, die ganz niedlich aussehen. Und da mal so ein bisschen durchlaufen, Kamera raus und das aufnehmen. Mal gucken, vielleicht klappt das dann nächste Woche. Wer weiß. Also, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt gleich hier an Ort und Stelle. Wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt stabil, habt Freude und ich würde mich freuen, man sieht sich beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Trouble comes and it will.